Im Rahmen des Parksommers 2014 in Dessau-Roßlau veranstalteten die Dessauer Wohnungsbaugesellschaft und der Dessauer Wohnungsverein das Wohngebietsfest im Stadtpark. Eingeladen waren alle Mieter, aber auch alle anderen Einwohner der Stadt. Die Gäste konnten sich mit all ihren Nachbarn unterhalten, auch mit denen, die man nicht so oft sieht. Anwesend waren auch viele Firmen und Vereine, wie zum Beispiel die ÖSA, die Stadtwerke Dessau oder das THW. Die ÖSA übergab einen Scheck von 2.500 Euro, die schon wie in den vergangenen Jahren auch zur Finanzierung des Festes gebraucht wurden. Bei schönstem Wetter wurde den Bewohnern hier ein wirklich schöner Samstag geboten. Und das hat mittlerweile schon eine lange Tradition. Wir machen das zusammen mit dem Wohnungsverein einmal im Jahr. Immer um diese Zeit, auch im Rahmen des Parksommers. Und das ist jetzt schon eine langjährige Tradition auch mittlerweile geworden. Für alle Gäste gab es ein buntes Programm und jede Menge Spiel und Spaß. Eröffnet und begleitet wurde das Fest von der Band Anja und Co., die mit kultigen Schlagern für eine entspannte Atmosphäre sorgten. Des Weiteren gab es verschiedene Stationen, die von diversen Vereinen und Firmen betreut wurden, an denen man mit Geschicklichkeit und Zielgenauigkeit ein paar kleine Preise gewinnen konnte. Jung und alt beteiligten sich hierbei gleichermaßen. Für die ganz Kleinen gab es da Charlies Rappelkiste, wo sich die Kinder anmalen lassen konnten oder beim Speedstacking versuchen durften. Doch so schnell wie der Profi bekamen sie das noch nicht hin. Für die Bewohner und auch für künftige Mieter standen die Mitarbeiter der DWG und des Dessauer Wohnungsvereins für Beratungsgespräche zur Verfügung. Auch über künftige Sanierungs- und Neubaumaßnahmen konnten sich die Gäste informieren. Die Resonanz an diesem Tag war laut Anja Paslak, Geschäftsführerin der DWG, insgesamt sehr zufriedenstellend. Resonanz ist positiv. Die Reihen haben sich trotz der Hitze, denke ich mal, gut gefüllt auch. Dass wir hier wie eigentlich in jedem Jahr gute Besuchszahlen haben. Und wir wollen ja auch so überschaubar auch noch zusammenkommen, dass wir auch in Gespräche mit den Mietern treten können. Das Wohngebietsfest in diesem Jahr war ein voller Erfolg und die Wohnungsunternehmen haben schon jetzt signalisiert, dass auch im Sommer 2015 mit den Mietern gefeiert wird.